Break it down. Watch out for the pieces that fly around. I'm searching the answers, you know I lost. So find someone else you can steer from above. I am falling for you. Get myself out from the ground, and I know that I'll always remember. You are so stuck in my head. Oi, oi. Ja, mach doch mal den Scheiß aus. Ach, halt die Fresse, Mann. Na, Chef, alles klar? Ja, sicher. Kommen Sie doch rein, Eure Majestät, Sir Martin. Und was gibt's Neues? Ich war vorgestern auf dem Kneipenabend von den Erstis. Ist ja gerade wieder Einführungswoche. Ach ja, stimmt. Und? Wie war's? Ich habe Judith wieder gesehen. Hey! Lotti! Na, Frau Tutorin? Na? Schön, dich zu sehen, Judith. Dich auch. Und geht's dir gut? Ja, danke. Und dir? Ja, auch. Und läuft alles gut? Ja, läuft super. Das sind also die neuen Erstis? Genau, und das sind die Master, die auch schon mal gekommen sind. Ah ja. Hi. Ja, hey Leute, das ist Martin, ein Kommilitone von mir, der jetzt den Master macht. Also mit Fragen könnt ihr euch gerne auch an ihn wenden. Ja, immer wieder, gerne. Hi. Ja. Hi. Ja, komm, setz dich. Ja, danke, passt schon. Hast du Hunger? Ja, bist du denn schon fertig? Ja, kannst du gerne haben. Ist ganz gut. Dann dank dir. Wusste ich's doch. Das ist ja wie früher, ich werd ganz nostalgisch. Wir waren zusammen Praktikum und da gab's in der Kantine nur so riesen Portionen, die ich fast nie geschafft habe. Da hat Martin die dann immer aufgegessen. Manchmal. Naja. Und die funktionieren nicht besser, je tiefer man die reinsteckt. Scheiße. Was ist los? Ich muss los, sonst verpasse ich meine letzte U-Bahn. Kannst du für mich zahlen? Martin, entspann dich, das packst du eh nicht. Du kommst mit zu mir. Zu dir? Aber ich hab doch jetzt gar nichts mit dabei. Also, nee, das ist überhaupt kein Problem. Also, es passt schon. Die Station ist ja gleich um die Ecke. Aber wenn du für mich zahlen könntest? Klar, wenn du meinst. Okay, also, mach's gut. Sorry. Martin, ich sag dir, das packst du nicht, so dicht wie du bist. Doch, doch. Okay, Leute, ich muss los. Macht's gut. Ciao. Martin. Bis gleich. Hey, die U-Bahn ist schon durch, obwohl ich sie eigentlich hätte erwischen müssen. Steht dein Angebot eventuell noch? Martin, hab ich's dir nicht gesagt? Klar steht das Angebot. Hier ist gerade Aufbruch, aber dann warte ich. Yes.
Verdammt, die U-Bahn zurück fährt jetzt auch nicht mehr. Ich steck hier fest. Nachtbus gibt's nicht und Geld für ein Taxi habe ich keins. Scheiße, du armer Kerl. Wärst immer einfach mit zu mir gekommen. Hast recht. Aber ich wollte dir jetzt auch keine Umstände machen. Umstände? Oh Mann, sei mal ein bisschen mehr auf die Fresse und kack auf den ganzen Rest. Du könntest mir niemals Umstände machen. Und wenn ich sowas anbiete, dann tue ich das nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Wohlwollen. Nur mal für die Zukunft. Alter, wärst du mal echt einfach mit zu ihr gegangen? Ja, genau, Mann. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Okay, schieß los. Genau, weil... ich habe noch nie eine Nacht mit einer Frau verbracht. Also, klar, ich hatte schon Sex, aber das war halt nie über Nacht im Sinne von, man legt sich abends gemeinsam hin und steht am Morgen gemeinsam wieder auf. Und ich denke halt, ich weiß, dass ich das verklärt romantisch sehe, aber für mich ist das so eine Form von Glück, weißt du? Mhm. Und ich möchte diese Erfahrung eben gerne mit jemand Besonderem machen. Mäuschen, das mache ich doch gerne. Spaß, Spaß. Judith natürlich. Genau, weil es gibt Menschen, die hauen dich einfach um. Du hättest nie gedacht, dass es genau so jemanden gibt. Und dieser jemand macht deine Welt schon dadurch besser, dass er einfach da ist. Und bei Judith merkst du, wie sie strebt nach dem Leben und was es ausmacht. Die Musik, die sie hört, Mogwai, Sigur Rós, die Bücher, die sie liest, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Hesse Siddhartha oder die Filme, die sie guckt, 21 Gramm, Mr. Nobody, Cashback, alles hat so eine anspruchsvolle Ästhetik und du spürst, die Quelle dieses Strebens macht sie wundervoll und dass es sie umtreibt, macht sie auch wundervoll und während sie spricht, bist du in ehrfürchtige Bewunderung erstarrt. Und du denkst, ey, du bist der faszinierendste Mensch, der mir je begegnet ist. Und du weißt es gar nicht. Und dieses Staunen macht dich zum Idioten. Du grinst dämlich vor dich hin, was übrigens echt schräg rüberkommt, wenn sie gerade was Ernstes erzählt, und bekommst keinen geraden Satz mehr raus. Alles, was du sagst, ist offensichtlich und belanglos und geistlos. Und du denkst dir, ey... Danke, dass du mich trotzdem nicht wie einen Idioten behandelst. Oh. Ey, mir ist klar, dass du total verknallt bist. Hm? Nee. Also ich mag sie halt sehr und bewundere sie. Und also ich kann das schon einordnen. Außerdem passt mir überhaupt nicht zusammen. Ich bin viel zu passiv und unerfahren und langweilig für sie. Die ist wirklich auf einem anderen Level unterwegs. Hallo. Ich rede nicht vom Zusammensein. Jedenfalls... Eine Nacht mit dir. Also kein Sex oder so, das meine ich nicht. Einfach gemeinsam einschlafen. Vielleicht zwischendurch alleine aufwachen. Sie schlafen neben einem. Am Morgen dann gemeinsam. Mann, was sollte einem mit dieser Erfahrung im Leben noch passieren können? Sowas von verknallt. Nein, also ist ja eh erstmal so, dass ich unsere Wege erstmal wieder trennen, weil sie nicht weiter studiert, sondern erstmal reisen will. Und deswegen möchte ich noch so viel wie möglich von ihr mitnehmen. Und wir sagen ja schon seit einer ganzen Weile, dass wir mal zusammen jammen wollen. Sie lernt ja Gitarre. Und morgen ist der Masterkneipenabend, wo sie auch als Tutorin da ist. Und da habe ich mir gedacht, sie da einzuladen zum Jammen, Filme gucken, Pizza essen und übernachten. Weil es ja auch spät wird. Und das dürfte schon klar gehen, weil sie ist ja nicht mal mit ihrem Typen zusammen. Aber das Ganze halt nur unter der Prämisse, kein Sex. Junge, du kannst sie doch nicht einladen zum Übernachten ohne Sex. Ja, ich weiß, das ist halt ein bisschen... darum erzähle ich dir das ja auch. Alter. Sorry, jetzt nicht, dass du denkst, dass ich dich auslache oder sowas. Nee, ist schon okay. Ich glaube, ich weiß ja, was du willst da. Du willst diese Nähe und diese Geborgenheit. Genau, und sobald Sex mit ins Spiel kommt, ist das wieder auf einer anderen Ebene und darum geht's mir nicht. Ja, okay. Trotzdem, frag sie einfach ganz direkt,
nach dem One-Night-Stand. Ja, genau. Ich frage Jude nach dem One-Night-Stand. Ey, das Thema hatten wir auch in der Kneipe. Das war gegen Ende, da waren wir alle schon richtig Hacke. Ey, mir geht das Ganze drumherum einfach so auf den Sack. Dieses ganze Kennenlernen, diese ganzen SMS und diese ganzen Smalltalk-Scheiß. Und eigentlich bin ich die ganze Zeit nur weg. Was hattest du denn für One-Night-Stands? Klingt ja ein bisschen gefrustet, ne? Bitte? Aber ich sehe das ähnlich. Manchmal will ich einfach nur bumsen. Ja, genau. Das mag ja sein, aber ich zumindest habe sowas im Nachhinein eigentlich immer als unbefriedigend empfunden. Eben. Ich meine, nur Sex ist eigentlich das Wahre. Ja. Und wenn, möchte ich denjenigen lieben und geliebt werden. Ja, toll. Das ist eine Beziehung. Ja. Ja, manchmal will man doch einfach nur so. Ich denke, es gibt einfach Leute, die das besser können als andere. Das eine ist auch emotional, während das andere auch körperlich ist. Du zum Beispiel könntest das nicht, glaube ich. Oder? Wie? Du hattest noch nie einen One-Night-Stand? Nee. Nicht jetzt. Ich weiß es nicht, ey. Ja, aber warum denn nicht? Ja, die Frage hat sich mir nie irgendwie gestellt. Okay. Naja. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war nach einer Party. Wir waren beide richtig dicht. Ja, ich hatte meine Tage, aber das war ihm egal. Ja, mir dann auch. Also Kondom rüber und ab ging's. Auf einmal fällt mir ein, ich habe da noch einen Tampon drin. Ja, ich dann halt erstmal so, ey, warte mal. Wir haben es beide echt nicht gemerkt. Ja, wir haben dann versucht, das Ding rauszunehmen, aber es ging halt nicht. Also ein Taxi gerufen und ins Krankenhaus gefahren. Ja, sowas kann sich übel entzünden. Das war so peinlich, ey. Das war so peinlich. Und der Gynäkologe, der hat auch die ganze Zeit so Sprüche gerissen, wie, die Dinger sind aber nicht zur Verhütung gedacht, das ist Ihnen schon klar, oder? Und die funktionieren nicht besser, je tiefer man sie reinsteckt. Scheiße. Was für fertige Leute. Aber ey, dann hast du schon gleich einen super Anknüpfungspunkt für das Thema. Ey, das kann ich nicht bringen. Außerdem möchte ich das gar nicht. Du willst also kein Sex mit Jules. Ja, nee, ja doch schon, klar, aber darum geht's mir eben nicht. Ja, wie? Das wäre noch viel besser, als nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. Noch viel intimer und du würdest viel mehr von ihr mitnehmen, oder nicht? Ja, aber das würde sie nicht mitmachen und dann wäre alles für den Arsch. Dann würde nicht mal mehr Cem gehen. Ey, das weißt du doch gar nicht. Ich meine, sie hatte schon One-Night-Stands, hat also prinzipiell schon mal nichts dagegen. Und wenn sie so cool ist und diesen Sinn fürs Leben hat, warum sollte sie sich dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Vielleicht würde sie dich sogar mehr respektieren, weil du dich dazu überwindest, sie zu fragen. Ja, aber das wäre doch so, als ob ich mich die ganze Zeit verstellt hätte, um sie am Ende ins Bett zu kriegen. Hey, das geht nicht. Komm mal wieder klar. Die ist doch auch nur ein Mensch. Die braucht's halt ab und zu mal. Und jetzt, wo sie nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist, hat sie sowieso bestimmt Notstand. Genau, im Grunde würde ich ihr einen Gefallen tun. Ja, genau. Nein, ich meine, ihr kennt euch doch schon eine ganze Weile. Da wird sie es ja wohl besser wissen, als dass du sie die ganze Zeit nur verarscht hättest, oder nicht? Und, ja, was soll denn passieren? Wenn sie ja sagt, prima. Wenn nicht, okay, scheiß drauf. Du siehst sie eh nie wieder. Du denkst, du könntest ihr es nicht antun. Ich glaube, das ist wirklich ein Grund für deine Überlegungen. Aber ein anderer, mindestens genauso wichtiger ist, dass du dich einfach nicht traust. Und da ist die Frage, warum? Du alter Seelenklempner, ey. Wozu studiere ich den Scheiß denn? Und das übrigens, ne? Das übrigens war gerade ein Abwehrmechanismus, ja? Wir können das hier auch alles ganz anders aufziehen. Psychoanalyse. Los, Typ, komm. Du, zack, 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 zack. Hinlegen. Hopp, hopp. So. Bitte. Mhm. Also, dass wir so verschieden sind, das macht einen Großteil meiner Bewunderung für sie aus. Mhm. Und ich glaube halt einfach, dass ich nicht mit dir mithalten kann. Ja, ich weiß, das hat jetzt erstmal noch nichts zu sagen und so gut kenne ich sie auch wieder nicht, bla 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 bla, aber sie ist
wirklich auf einer anderen Ebene unterwegs. Sie ist wie eine Tänzerin auf einer Bühne. Und ich sitze im Publikum und lasse mich von ihr verzaubern. So jemand wie ich ist froh darüber, dass er überhaupt in die Vorstellung gekommen ist und zugucken darf. Danach reiht er sich in die Schlange der Gratulanten an, die die Tänzerin beglückwünschen, wartet geduldig und freut sich dann, wenn sie ihn einen Moment lang wahrnimmt. Er ihr kurz die Hand schütteln darf und sie Danke sagt. So jemand wie ich steht nicht während der Vorstellung auf, steigt auf die Bühne und fängt an zu tanzen. Ich kann noch nicht mal tanzen. Ungefähr so wäre es, Judith nach einem One-Night-Stand zu fragen. Das ist einfach absurd, unangemessen, unreflektiert. Aber ehrlich und intuitiv. Ja, toll. Du glaubst, dass du nicht mit ihr mithalten kannst und sie so enttäuscht. Und dich selbst sogar doppelt, ne? Genau, und das Mithalten auch ganz konkret auf den Sex bezogen. Die hatte jahrelang einen Freund. Die hatte wahrscheinlich Dutzende, hunderte Male Sex und ich hingegen nur ein paar Mal. Und dann soll ich sie nach einem One-Night-Stand fragen? Du denkst zu viel, Martin. Sieh das doch alles nicht so verbissen. Dann ist sie halt erfahrener. Na und? Das ist doch nicht so wichtig. Es geht doch darum, dass ihr beide eventuell ein bisschen Spaß haben wollt. So. Das ist doch jetzt auch scheißegal, wer da jetzt besser ist. Das ist doch kein Wettstreit. Du willst diese Erfahrung doch für dich selbst. Du hast ja recht, aber sie müsste auch was davon haben. Und was das andere betrifft, natürlich ist es schwierig, jemanden nach einem One-Night-Stand zu fragen. Ganz klar. Gerade wenn einem derjenige so viel bedeutet wie bei dir. Ja, du merkst ja auch, was da bei dir für Emotionen im Spiel sind, ne? Aber so ist das nun mal. So ist das Leben. Wenn du wirklich etwas willst, dann musst du auch dafür kämpfen. Und du hast in diesem Fall echt optimale Voraussetzungen. Sie hat momentan keinen Freund, soweit du weißt. Du siehst sie morgen zum letzten Mal und du hast schon hier einen optimalen Anknüpfungspunkt. Und ja, wie soll sie reagieren? Was wird passieren? Okay, vielleicht haut sie dir ein Glas in die Fresse, du verlierst ein paar Zähne und verblutest. Nein, aber weißt du, nach allem, was ich bisher über sie weiß, glaube ich wirklich nicht, dass sie dir das übel nehmen wird. Und wer weiß, vielleicht lässt sie sich ja drauf ein. Und dann hast du deine Nacht mit einer Frau. Und sogar mit Judith. Und sogar mit Sex. Ich frag mich echt, wie sie reagieren würde. Ja, dann finde das doch heraus. Ich weiß, ich werde es so derbe bereuen, wenn ich es nicht mache. Ja, aber 100 pro. Also, machst du's? Ich weiß nicht. Oh, Junge! Oh. Gepennt habe ich sowieso nicht. Mhm. Also damit ich keinen Rückzieher mehr machen konnte, habe ich schon auf dem Weg zur Kneipe zu ihr gesagt. Okay. Du, Judith? Ja? Ich habe heute noch einen Anschlag auf dich vor. Okay, worum geht's? Ich will dich was fragen, aber später. Okay. Okay? Ja, dann mach das mal. Wir saßen dann zusammen in der Kneipe, haben was getrunken und gequatscht. Danke. Und ich habe als auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, kurz mit ihr vor die Türe zu gehen. Doch der kam und kam nicht. Prost. Prost. Und sie ist sowieso ein paar Mal raus zum Rauchen, aber da waren immer andere dabei. Und irgendwann ist sogar sie ganz hibbelig geworden und meinte... Was wolltest du mich denn jetzt fragen, Martin? Das kann ich dir hier nicht sagen. Draußen. Sag wenigstens das Thema. Geht nicht. Warum denn nicht?
Das ist privat. Ja, so ging das eine ganze Weile. Und dann haben wir es endlich geschafft, zu zweit rauszugehen. Ist das was Schlimmes? Also, nee, ich hoffe nicht. Was denn, Martin? Sag das Thema. Das ist gar nicht so leicht. One-Night-Stands. One-Night-Stands? One-Night-Stands. Also, das Thema hatten wir letztes Mal hier. Ja? Ja, da saßen wir drin und haben kurz drüber geredet. Ja? Ja. Und, also, ja, ich hatte ja noch nie einen und ich habe mir mal überlegt, dass ich diese Erfahrung eigentlich gerne mal machen würde. Allerdings nicht mit jemand völlig Fremdes, das finde ich doof, sondern mit jemandem, den man wenigstens ein bisschen kennt. Und da dachte ich mir, naja, du und ich? One-Night-Stand? Also, was hältst du davon? Hey, Martin. Hast du dir das gut überlegt? Ja. Ja. Okay. Also, ich mag Sex. Das ist ja schon mal gut. Und ich habe das gerade in meinem Kopf gesehen. Bin so jemand, der muss sich sowas dann gleich vorstellen. Und was gut? Das Ding ist, ich kann das nicht, wenn das so verabredet ist, weißt du? Ja. Also das, entweder das passiert oder eben nicht. Warum hast du mich nicht einfach eingeladen zum Jam oder so? Dann wär's vielleicht passiert. Da fragst du mich einfach nach einem One-Night-Stand. Hey, Martin, du weißt noch nicht mal, ob ich einen Freund hab. Was würdest du dann machen? Ja, dann hättest du gesagt, fick dich, Martin, ich hab einen Freund. Okay. Naja, ich hab zurzeit auch keinen Freund. Also bitte. Also, ich hätte dich einfach einladen sollen. Ja. Aber, also das dann auch nicht irgendwie inszenieren, also, dass du dann für mich kochst oder so. Auch Blumen und Kerzen, so, das tönt mich voll ab. Also, vielleicht eine kleine irgendwo, wo man sie nicht sieht. Und Alkohol braucht für sowas. Eine Menge. Alkohol, ja. Also, du sagst nein. Das habe ich nicht gesagt. Ein One-Night-Stand. Kannst du gut küssen? Willst du es ausprobieren? Okay, also nicht. Weißt du was, Martin? Denk doch einfach nochmal drüber nach und dann lad mich ein, wenn du immer noch willst. Aber überleg's dir wirklich nochmal. Ich find sowas okay, solange keiner der Partner dann irgendwie mehr will. Also, wenn dir das dann so gut gefällt, dass du das dann öfter willst und dich vielleicht in mich verliebst, fände ich das scheiße. Also, nein, das wird nicht passieren. Also, denke ich mal. Also, ich kann das schon einordnen. Ich weiß nicht. Also, es könnte doch auch andersrum genauso passieren, oder? Nein.
Warum nicht? Ich glaub's nicht. Aber warum? Ich glaube nicht, dass ich mich in dich verlieben würde. Mhm. Ja, ja, ja. Verstehe, klar. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben wir es jetzt auch tot geredet. Ich glaube, sowas ja. passiert einfach und dann macht man es eben. Denk nochmal drüber nach und dann lad mich ein, wenn du immer noch willst. Und du wirst mich einladen, alles andere finde ich komisch. Ja. Aber denk dran, Martin. Wenn du dich dabei verlieben könntest, lass es. Also, nein. Nein, also, ist doch Quatsch. Und später sind wir zur Bahn und haben auf den ganzen Weg gequatscht. Ganz normal, nicht verkrampft oder so. Alter, na bitte! Wie geil ist das denn, Junge? Das ist doch voll gut gelaufen. Geiler Typ. Ey, komm. Naja, warte. Also sie hat mir an dem Abend noch zurückgeschrieben und ich hab's erst heute Morgen gesehen. Okay. Ha, ich bin immer noch sehr, sehr überrascht. Aber Martin, du merkst, man kann auch mal aufs Ganze gehen, ohne dass davon die Welt untergeht. Meinen vollsten Respekt dafür. Hab mal nachgerechnet. Am Wochenende des 6.7. habe ich übrigens meine Tage. Wie komisch, dass ich dir sowas schreibe. Aber das könnte das Ganze, je nachdem, wie du dich entscheidest, weiter verschieben. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Gute Nacht, du mutiger Ritter Lancelot. Alter, besser kann das doch gar nicht laufen. Was hast du dir denn noch alles erzählt, Mann? Ey, die will es. Die will es so richtig. Ja, irgendwie... Glaube ich nicht. Also, ich habe ihr noch zurückgeschrieben, dass ich ihre Reaktion bewundere. Und Tage, kein Problem. Guter Kapitän, rotes Meer und so. Natürlich, natürlich. Und dass ich mir das halt nochmal überlege. Und darauf sie. Oh, oh, der Spruch ist ganz übel. Ja, überleg dir das mal. Und ich ebenso. Ich meine, dass mir das gestern Abend noch viel plausibler erschien. Naja, die Ambivalenz der jungen J könnte ein Buchtitel werden. Nee, nee, wir geben uns mal beide ein paar Tage, okay? Okay. Tschüss. Übergeordnete Begleitung. Wir hatten doch immer schon mal geplant, Mucke zusammen zu machen. Könnte man doch mal in Angriff nehmen, oder? Ich hätte Samstag Zeit. Du wohnst ja ganz schön weit draußen. Vielleicht könnte ich ja über Nacht bleiben, wenn es keine Umstände macht, natürlich. Martin? 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 Ist alles okay bei dir? Nie besser. Hey, cool. Samstag habe ich auch Zeit. Und das mit dem Übernachten kriegen wir sicher arrangiert. Toll, ich freue mich. Lieber Martin. Ich komme am Samstag, aber ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, doch wieder zurückzufahren, okay? Mein inneres Gericht hat gesprochen. Ich wollte dich das nur wissen lassen und hoffe, dass du meine Anwesenheit trotzdem erwünscht. Hey, na klaro, dein inneres Gericht ist der Boss. Deine Anwesenheit ist trotzdem hochgradig erwünscht. Ja, erst dieses Ja und dann Nein und dann dieses unglaubliche... Vielleicht könnte ich über Nacht bleiben. Alter, Thomas. Aber momentan fühle ich mich echt wie ein Kleidungsstück in der Wäschetrommel, ey. Hm. Hm. Ja, morgen kommt sie. Thank you.
Hey du, was soll ich eigentlich nachher mitbringen? Hey, eigentlich gar nichts. Außer Tabs, wenn du was Bestimmtes spielen willst. Und gegebenenfalls irgendwelche Hygieneartikel für, falls du blind magst. Da ich wieder zurückfahren werde, lasse ich die Hygieneartikel zu Hause. Tabs bringe ich mit. Und? Gucken wir noch einen Film? Times are changing. You moved away.